Ja, aber am Ende ist es dann irgendwie doch wieder ein sehr individueller Prozess, weil so viele, wie ich das zumindest empfinde und auch wahrnehme und erfahre, mentale, innere Hürden. Wir sind ja nicht nur Essen oder nicht Essen, sondern was ist eigentlich in mir los, dass ich ständig essen muss? Ja, also die Thema Ganzheitlichkeit wieder, ja. Absolut, absolut. Also ich stimme ich dir zu 100% zu. Und auch was du sagst mit diesen, was steckt dahinter, bedeutet ja gleichzeitig, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen und einfach mal reinzuspüren, ne? Und da kommen wir ja wieder in diesen Teufelskreis, so ich habe ja gar keine Zeit. Aber gut, dann ist das auch eine Entscheidung und diese Entscheidungen müssen halt getroffen werden. Und das aber bewusst zu tun, fällt dir leichter, dann auch vielleicht die Entscheidung zu deinem Weg zu nehmen, ne? Und nicht zu Ich dem, finde was es alles einfach so andere. spannend, weil man in dem Moment ja im Grunde sagt, ich habe keine Zeit zu leben. Ne? Ich habe keine Zeit für Essen, ich habe keine Zeit für, keine Ahnung, vielleicht auch einfach Ruhe, ich habe keine Zeit für mit dem Hund in Ruhe spazieren gehen, für meine Familie, weil das fällt ja auf, was im primären Vordergrund steht, ist arbeiten, erfolgreich sein, nach außen hin ein Bild abgeben, das möglichst, ich sag jetzt mal, perfekt wirkt, ja, weil jeder Mensch erhofft sich ja, was ja auch was Natürliches und Okayes ist, eine gewisse Form von Anerkennung und Liebe, Zugehörigkeit, ja, irgendwie ein gewisses Ansehen genießen. Aber dass wir tatsächlich bereit sind dafür, so viel von unserem Leben zu opfern, was uns nicht mal wirklich bewusst ist, und dann uns doch so schwer tun, diesen Turn hinzukriegen. Cool, ja. Vielleicht hast du auch noch mal ein paar Gedanken zu, weil das finde ich so abstrus. Wir leben und arbeiten irgendwie gefühlt auf irgendwas hin, was wir dann manchmal vielleicht selber nicht verstehen oder uns von irgendeinem Zeitpunkt X in der Zukunft was versprechen und es erhoffen, dann endlich zu bekommen, obwohl ja alles hier beginnt. Ja, voll. Ist Auch das das? ist auch mit dem Gewicht so wichtig, ne? Weil diese Zahl auf der Waage ist ja immer das, worauf jeder strebt, ne? Und das mache ich zum Beispiel gar nicht im Coaching. Also ja, wir wiegen uns einfach um einen Fortschritt mal, also nicht regelmäßig, doch regelmäßig, aber nicht so in kurzen Abschnitten, um so den Fortschritt zu sehen. Aber der wahre Fortschritt besteht ja darin, wie du mit dir umgehst, wie du Entscheidungen triffst, wie vital du bist, wie gut du schlafen kannst, wie du mit dir selbst sprichst, weil das sind die Fortschritte, auf die es am Ende ankommt und so wird man auch dauerhaft dranbleiben können, weil eben die Entscheidungen und die Art und Weise, wie man für sich einsteht, das ist, warum es dauerhaft funktioniert und nicht, weil jemand Fremdes dir eine Regel vorgibt. Das Wissen ist überall da. Du kannst alles lesen, es ist kein Hexenwerk, also wie man abnimmt, ne? Ist möglich, aber die Blockaden, die dazu führen, dass wir anders handeln. Daran darf man gucken, dahin muss man hingucken, um langfristig wirklich was zu verändern. Ne?